Meine Damen und Herren, ich darf Sie wieder recht herzlich namens 1FL TV bei unserem Liechtenstein-Talk begrüßen. Ich habe einen ganz speziellen Gast bei uns, Herrn Dr. Martin Angerer. Er ist Assistenzprofessor für Finance an der Liechtensteinischen Universität, Universität Liechtenstein. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Besonders freue ich mich, dass Sie ein ganz aktuelles Thema, Blockchain, in einer Seminarreihe, in einer Veranstaltung betreuen. Was gibt es da Neues? Ja, die Veranstaltungsreihe heißt Blockchain in Finance. Wir haben da bereits zwei Termine in den letzten Monaten gehabt und haben jetzt am 15. Juni den dritten Termin. Wir werden uns bei diesem Termin ganz speziell mit Asset Management in der Kryptowelt befassen. Wir versuchen also in diesen Terminen immer Schwerpunkte zu finden, die insbesondere für Finanzdienstleister hier im Land von höchster Interesse sind und laden da jeden ein, der in diesem Bereich arbeitet, aber auch jeden, der sonst interessiert ist, zu uns zu kommen und sich hier in Form einer Reihe von Vorträgen von Experten verschiedenster Richtungen aus der Praxis, von der Universität natürlich, anzuhören und sich ein Bild von neuen Entwicklungen auf diesem Bereich zu machen. Und wir sind positiv überrascht, wie viel Anklang und wie viel Nachfrage wir tatsächlich hier immer generieren und freuen uns am 15. Juni jetzt auf den nächsten Termin, wo wir wieder die nächste Veranstaltung an der Universität selber durchführen werden. Blockchain, eine hochinteressante Technik. Zugleich ist man sich unsicher, ist es eine Währung, ist es ein Spekulationsobjekt, ist es eigentlich eine moderne Form der Datensicherheit? Was ist der Blockchain? Das ist eine höchst interessante Frage, die leider viel zu wenig gestellt wird. Also, wenn wir in der allgemeinen Bevölkerung vor allem, aber auch im Finanzbereich, ist es ein Wort, was jeder kennt, was jeder verwendet, wo aber nur ein geringer Bruchteil tatsächlich weiß, was dahinter steckt. Die Blockchain an und für sich ist eine Art von Technologie. Die Blockchain-Technologie ist eine dezentrale Art, Daten zu speichern und Transaktionen aufzuzeichnen. Und hier ist jetzt auch schon der ganz wichtigste Punkt, ist eigentlich das erste Wort, nämlich dezentral. Und das ist auch der Unterschied zu bestehenden Systemen, nämlich dass auf der Blockchain Transaktionen gespeichert und durchgeführt werden können, es aber keine zentrale Durchführungs-, sei es Behörde, Einheit oder auch nur Institution ist. An einem Beispiel würde man das relativ leicht erklären, wenn man jetzt zum Beispiel an das Grundbuch denkt. Also wenn man heute ein Grundstück erwerben will, dann möchte man im Grundbuch eingetragen werden. Wen braucht man dazu? Man braucht einen Rechtsanwalt, der einen Vertrag aufsetzt, der rechtsgültig ist. Man braucht einen Notar, der die Unterschrift, dass man das selber ist, bestätigt. Und am Ende des Tages braucht man auch einen Grundbuchsführer, der einen in das Grundbuch einträgt als neuer Besitzer. Das heißt, es sind sehr viele Intermediäre notwendig, die einerseits natürlich ressourcenintensiv sind, die Geld kosten und die auch Zeit kosten. Auf einer Blockchain könnte man dieses System jetzt relativ einfach gestalten, ohne dass man all diese Finanzintermediäre oder auch Rechtsintermediäre noch braucht. Wie funktioniert das Ganze? Auf einer Blockchain werden dezentral Daten gespeichert. Das heißt, wie der Name schon sagt, Blockchain kommt von Blöcken und in jedem Block steht eine Information drin. Und die Information kann zum Beispiel lauten: Martin Angerer hat ein Grundstück gekauft, ist neuer Besitzer dieses Grundstücks. Diese Information kann oder wird automatisch in die Blockchain integriert, wenn ich und der Verkäufer des Grundstücks uns einig sind und diese Transaktion beide bestätigen. Jetzt ist die Frage, wie sicher ist das? Und das ist der große Vorteil einer Blockchain, neben vielen Nachteilen, die wir auch noch diskutieren können. Aber der große Vorteil einer Blockchain ist, dass er aufgrund dieses kryptografischen Verfahrens eine allgemeine Kontrolle basiert. Also man muss sich das so vorstellen, jeder von uns, der auf dieser Blockchain tätig ist, hat auch eine Kontrollfunktion. Und nur wenn die Blockchain als gesamte Kontrolle
diesen Transfer bestätigt, dann kommt dieser Block in diese Blockchain rein und kann im Nachhinein auch, das ist kryptografisch gesichert, nicht mehr verändert werden. Das heißt, das Problem, dass man bei sonstigen Computersystemen, Servern, Rechner hat, dass wenn einer hineinhackt und sagt, jetzt bin ich drin, jetzt kann ich zerstören, ich kann verändern, ich kann fälschen, ich kann Dinge herauslöschen und andere hineintun, ist bei der Blockchain technisch nicht möglich. Nahezu unmöglich. Es wäre theoretisch mit sehr viel Glück möglich. Aktuell muss man sich wieder genau anschauen, welche Blockchain, aber wenn wir jetzt den prominentesten Kandidaten mit Bitcoin zum Beispiel nehmen würden, aktuell, wenn Sie tatsächlich einen Block manipulieren wollten, dann bräuchten Sie im Schnitt mit aktueller Rechenzeit ungefähr 150 Jahre Rechenzeit dafür. Sie haben aber nur so viel Zeit, bis der nächste Block in der Blockchain steht. Das sind wenige Minuten. Das heißt, es ist de facto unmöglich, hier kriminelle Machenschaften auf dem System der Blockchain durchzuführen. Wo ein Sicherheitsrisiko bleibt, ist am Ende des Tages beim Endkunden. Wenn Sie Ihre Signatur, Ihr Passwort, Ihre Zugangsdaten nicht gut sichern und jemand in den Besitz Ihrer Zugangsdaten kommt, dann kann er natürlich, wie auch jetzt schon, in Ihrem Namen Geschäfte tätigen. Auf der anderen Seite hat es sozusagen den Vorteil, dass ich eben nicht von einem einzigen Rechner abhängig bin. Mhm. Also wenn ein Rechner jetzt zusammenbrechen würde, würde es an der Blockchain nichts ändern, weil es ja über verschiedenste Systeme läuft. Ganz genau. Die Blockchain ist für alle dieselbe. Und jeder Heimbenutzer kann sich die Blockchain auf seinen privaten PC laden. Dann bleiben wir beim Beispiel Bitcoin, das wir vorher hatten. Das sind in etwa im Moment 180 GB Daten. Die kann sich jeder herunterladen und dann hat jeder die komplette Historie aller Bitcoin-Transaktionen, die jemals getätigt wurden, auf seinem Rechner gesichert. Und das ist die große Stärke. Man geht davon aus, dass auf ungefähr 19 Millionen Rechnern momentan eine vollständige Version der Bitcoin-Blockchain gespeichert ist, die auch regelmäßig abgedatet wird. Das heißt, dieses Buch kann nicht verloren gehen und dieses Buch kontrolliert sich ständig selbst. Auf der anderen Seite hört man ja, dass gerade Island dort berühmt wird, weil durch die große Rechnerleistung nicht nur viel Energie verbraucht wird, sondern auch Wärme erzeugt wird, wie bei meisten elektronischen Geräten, und die müssen ständig gekühlt werden. Mhm. Also der Stromverbrauch ist groß, der Kühlbedarf ist groß, es hat auch sozusagen eine Energieleistung, die sonst eher unerwartet ist. Mhm. Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an. Hier muss man jedoch ganz genau unterscheiden, von welcher Art von Blockchain sprechen wir wieder. Ich habe Ihnen vorher dargelegt, dass das System an und für sich eine Transaktion bestätigen muss. Dieser Bestätigungsmechanismus ist auf verschiedenen Arten von Blockchains verschieden ausgestaltet. Auf der bekanntesten wie Bitcoin haben wir einen sogenannten Proof-of-Work-Approach. Das heißt, hier muss ein sehr kompliziertes Rätsel gelöst werden, ein kryptografisches Rätsel, und wer dieses als erstes löst, darf die Transaktion schreiben. Und mit dieser Lösung, die von den anderen kontrolliert wird, wird dann bestätigt, dass die Transaktion auch durchgeführt wird. Was heißt das? Das heißt, der mit der stärksten Rechenleistung hat die größte Chance zu gewinnen und hat die größte Chance, die Gebühren, die durch diese Transaktion anfallen, einzunehmen. Wir haben also hier genau dann dieses Problem, dass wir immer mehr und mehr Rechnerleistung haben und damit Wärme produzieren, Strom verbrauchen. Und man geht davon aus, dass im Moment die Bitcoin-Blockchain ungefähr so viel Strom verbraucht wie Italien. Also wir sind hier in ganz großen Stromverbrauchbereichen, aber man muss eben wieder aufpassen, es gibt auch andere Blockchain-Technologien, die diesen Nachteil nicht haben, die nicht auf pure Rechenleistung aufgebaut sind. Das heißt, wir kommen vielleicht, wenn man uns die Technologie, ich weiß es nicht, vom mobilen Telefon anschaut, wo wir also am Anfang fürchterlich schwache Ergebnisse mit langen Ladezeiten und großen Batterien hatten, relativ schnell zu einem sehr schlanken, sehr schlagkräftigen, sehr dünnen technischen Gerät. Wird das dort auch so weitergehen? Genau in diesem Entwicklungsschritt sind wir im Moment. Der Bitcoin mit diesem Proof of Work ist die älteste Blockchain, die noch besteht.
Im Moment kann man fast wöchentlich neue Ideen von verschiedenen Arten von Blockchains nachlesen. Und was sich daraus klar herauskristallisieren wird in den nächsten 2-3 Jahren, sind 1-2 Technologien, die besonders gut funktionieren, die besonders sicher sind und die auch ökologisch verträglich sind. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass ich eines Tages, es wird gar nicht so lange sein, nicht mehr 7 Ausweise, 3 Karten oder Ähnliches mit habe, sondern meinen Zugangscode und damit beweisen kann, wo ich studiert habe, wo ich geboren bin, ob ich einen Führerschein habe und Ähnliches mehr, weil es hinterlegt ist. Genau, ist denkbar. Man kann auf seiner Blockchain de facto alles speichern, was sich digital in Zahlen oder Buchstaben ausdrücken lässt. Und das ist der, und deswegen spricht man auch von einer disruptiven Technologie, weil diese Technologie tatsächlich erlaubt, alles auf dieser Blockchain zu speichern und damit auch alles transferbar zu machen. Und das Schöne ist, dass auf der Blockchain alles gespeichert ist, aber sie trotzdem anonym ist. Das heißt, eine Transaktion ist jederzeit nachverfolgbar, zum Beispiel wenn ich Ihnen einen Bitcoin übersende, ist er nachverfolgbar, aber es ist nicht nachverfolgbar, wer Sie und ich sind. Wir können dies nachverfolgen, weil wir jeweils unseren eigenen privaten Schlüssel, nennt man das noch, hätten. Und mit diesem Schlüssel können Sie beweisen, dass Sie von mir einen Bitcoin bekommen haben. Aber niemand anderer kann nachschauen, wie viel Bitcoins oder in anderen Worten, wie groß Ihr Vermögen ist. Das heißt, diese Technologie auch in dieser Hinsicht von Ausweisen, man möchte ja vielleicht nicht, dass jeder seinen Reisepass einsehen kann, aber man möchte den Reisepass überall so hinterlegt haben, dass man mit dem eigenen Schlüssel diesen aufrufen kann. Und solche Anwendungsmöglichkeiten sind jetzt neben der Finanzwelt durchaus auch denkbar. Die schwierigste Frage natürlich oder die interessanteste, ist Bitcoin als Zahlungsmittel, als Währung oder Währungsersatz? Es wird gehandelt, es gibt einen täglichen Bitcoin-Kurs. Ich kann es anonym verwenden, wenn ich mich in das System sozusagen einlogge quasi. Wie schaut die Situation da aus? Der Bitcoin ist theoretisch eine Währung, mit der Sie auch bezahlen können. Die Frage, die sich immer nur stellt, ist, wer akzeptiert die Währung? Also so wie Sie bei uns nicht mit thailändischem Baht einkaufen gehen können im Supermarkt, akzeptieren die allermeisten Supermärkte im Moment auch noch nicht den Bitcoin. Es gibt ja eine gewisse Entwicklung hin, dass dies schon passiert, wobei die Entwicklung sehr stark gehemmt ist durch, wie Sie schon erwähnt haben, starke Kursschwankungen des Bitcoin. Wenn ich als Supermarkt nicht weiß, ob der Kaufpreis, den ich gerade bekommen habe, morgen 20% mehr oder weniger wert ist, dann ist das ein großes Problem in der Planung. Wie sieht die Zukunft aus? Das weiß niemand genau. Was wir wissen ist, es gibt offensichtlich eine Nachfrage nach einer digitalen Währung. Und diese digitale Währung muss aber mit Sicherheit gewisse Eigenschaften aufweisen können, die aus meiner persönlichen Meinung der Bitcoin einerseits nicht hat und die andererseits in dem Bitcoin nur schwer implementierbar sind. Beispielsweise ist durchaus denkbar, dass es Systeme gibt, die dezentral laufen, die nicht mehr von einer öffentlichen Behörde wie einer Zentralbank gesteuert werden, die einer Zentralbank oder einer Steuerbehörde beispielsweise aber Einblick geben. Das heißt, ich gebe der Steuerbehörde Einblick in mein Vermögen, was ich heute auch machen muss. Ich kann es nicht in einer anonymen Blockchain verstecken. Nichtsdestotrotz, für alle außer der Steuerbehörde bleibe ich weiterhin anonym. Das wäre eine der Eigenschaften, die aus meiner Sicht zentral wäre für zukünftige Entwicklungen. Eine zweite Entwicklung greift das vielleicht größte Problem von Kryptowährungen an. Das ist deren Volatilität, deren starke Kursschwankungen. Woher kommen die Kursschwankungen? Die Kursschwankungen kommen daher, wenn man sich überlegt, was ist der Wert eines Bitcoins? Ein Bitcoin ist nicht mit Gold hinterlegt, ein Bitcoin ist nicht mit anderen Dingen hinterlegt, ein Bitcoin ist so viel wert, wie wir uns darauf einigen, als Markt, dass er im Moment wert sein sollte. Jetzt sagen Kritiker, dass das bei anderen Währungen wie Euro oder dem US-Dollar auch nicht anders ist. Den Goldstandard beim US-Dollar gibt es auch schon seit einigen Jahrzehnten nicht mehr. Jedoch ist es trotzdem noch so, dass bei traditionellen Währungen der Staat als Sicherheitssystem hinter der Währung steht und zumindest einen gewissen Schutz für dessen
Wertigkeit gibt. Das heißt, es gibt ganz aktuelle Entwicklungen in Richtung eines, man nennt es im Fachbegriff Stablecoins. Ein Stablecoin ist eine Währung, die immer noch dezentral ist, aber die Mechanismen beinhalten soll oder beziehungsweise Sicherungssysteme beinhalten soll, die diese Währung stabiler machen. Die also die Sicherheit erhöhen, wenn ich heute einen von diesen Coins verdiene, dass die Kaufkraft heute sehr vergleichbar ist mit der Kaufkraft morgen und übermorgen. Also das, was die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg durch das Bretton Woods-Abkommen, wo sie gesagt haben, der Dollar wird in dem Verhältnis zum Gold immer getauscht. Also du kannst den Dollar bringen und kriegst Gold, haben sie in den 70er Jahren dann aufgehoben. Genau. Und damit haben sie Sicherheit gegeben. Jeder hat gewusst, okay, wenn ich den Dollar habe, ist das äquivalent zu so vielen Einheiten in Gold. Ganz genau. Das Ganze kann natürlich nicht genauso auf einer Kryptowährung laufen. Ansonsten hätte man wieder eine traditionelle Währung, die halt einfach nicht physisch ist, sondern nur im Internet besteht. Aber, und das ist wirklich der absolute State of the Art, in der Community wird das als der heilige Gral bezeichnet, den momentan, auf dem alle nach der Suche sind, wo keiner weiß, ob es ihn jemals geben wird. Aber das sind die aktuellen Entwicklungen in der Kryptowährungsszene, so einen Stablecoin, eine stabile Kryptowährung zu schaffen. Bis jetzt, wenn man nur den Bitcoin nimmt, wie gesagt, es gibt ja auch noch wesentlich mehr andere Kryptowährungen, dessen Kursentwicklung war ja wirklich beeindruckend, rauf, runter, also einmal ganz wild hinauf, dann wieder zur Hälfte zurück. Also das war schon ein sehr spektakulärer Kurs. Ja, wir sind hier sicher auch mit der gesamten Blockchain-Technologie in einer Phase des Hypes. Wir haben viele, viele Investoren, die keinerlei Verständnis für die Technologie haben, die kaufen, weil ihr Nachbar kauft. Und es kann durchaus sein, dass der Bitcoin vielleicht die entscheidende Kryptowährung in der Zukunft wird. Es kann sein, dass es den Bitcoin in 5 Jahren nicht mehr gibt, weil es eine intelligentere Kryptowährung gibt. Es wird wahrscheinlich so sein, dass viele auch der Firmen, die momentan über die Blockchain extrem viel Startkapital lukrieren, also in Multiplikatoren von 10, 20 zu dem, was normale, also Standard-Industriefirmen auf normalen Finanzierungsmärkten bekommen, dass auch hier eine gewisse Blasenbildung stattfindet. Ich glaube aber, es wäre ein großer Fehler, damit die Technologie abzutun und zu sagen, das ist eine Blase, in 5 Jahren gibt es die nicht mehr. Es wird ja oft der Vergleich zu dieser Dotcom-Bubble gezogen. Und ja, die Dotcom-Bubble ist geplatzt. Ja, viele Leute haben Geld verloren. Wir haben trotzdem noch ein Internet und wir verwenden es mehr als jemals zuvor. Und wir haben trotzdem viele digitale Internetprozesse, die in dieser Zeit dieser Dotcom-Bubble entstanden sind. Das heißt, einen Hype aus meiner Sicht, ja. Daher auch höchste Volatilität, die richtigen 5 Zeitungsberichte und der Bitcoin steigt wieder um 10% und die falschen 10 Zeitungsberichte und der Bitcoin fällt um 10%, ist hochspekulativ, ist ein hochspekulatives Investment und Zahlungsmittel, aber die Technologie an und für sich, die wird bleiben. Und die den Bitcoins auflegen, also die Schöpfer sozusagen dieses Geldes, unter Anführungszeichen, die wären aber dann in verschiedenen Gegenden der Welt ansässig. Das heißt, es könnte China morgen Bitcoin schöpfen. Man weiß ja nicht genau überhaupt, wer der Bitcoin-Erfinder ist. Das ist ja auch eine sagenumwobene Person. Gesetzt den Fall, wir haben 30, 40, 50 Bitcoin-ähnliche Zahlungsmodelle. Könnten die in verschiedenen Ländern geschaffen werden? Wir haben jetzt schon verschiedenste Währungen, Kryptowährungen, die man auch gegeneinander handeln kann, wie klassische Währungen. Es ist durchaus auch denkbar, es gibt ja erste südamerikanische Staaten, die sehr stark daran denken, beziehungsweise schon in der Implementationsphase sind, Kryptowährungen aufzulegen. Das heißt, es ist denkbar, dass es hier auch mehrere parallele Währungssysteme nebeneinander geben wird. Welche sich davon à la longue durchsetzen, das wird die Frage sein, weil man natürlich die Natur der Kryptowährungen ist die Dezentralität. Das heißt, sie ist nicht mehr steuerbar von einzelnen zentralen Institutionen. Der Bitcoin wird weder von der EZB
noch von der US Fed, noch von irgendeiner anderen weltweiten zentralen Institution gesteuert, geleitet oder beeinflusst. Das heißt, ob sich nationale Währungen à la long Kryptowährungen bilden und halten werden, das bleibt stark zu bezweifeln. Also wir hätten den klassischen Marktsituation. Mhm. Jeder kann mitspielen, jeder kann kaufen, verkaufen, keine wesentlichen Transaktionskosten und ohne Zeitverzögerung um den ganzen Globus. Solange ich einen Internetzugang habe, kann ich sozusagen mittun. Exakt. Die Zeitverzögerung kommt jetzt wieder auf die Kryptowährung an. Das ist einer der großen Nachteile des Bitcoins. Im Moment braucht die Bestätigung in etwa 7 Minuten. Das heißt, die Bestätigung der Zahlung. Sie können sich also als Supermarktbetreiber, um beim Beispiel zu bleiben, wenn der Kunde zahlt und aus dem Supermarkt rausgeht, 7 Minuten lang nicht hundertprozentig sicher sein, dass die Zahlung auch bei Ihnen ankommt. Aber auch hier gibt es schon neuere Währungen, die dieses Problem der Zeit umschreiben. Der größte Vorteil ist mit Sicherheit der weltweite Zugang. Wenn wir uns jetzt global ansehen, dann haben in etwa 40% der Menschheit keinen Zugang zu einem Finanzsystem, keinen direkten. Weil sie in ländlichen Bereichen wohnen, wo die nächste Bank so weit weg ist oder weil sie nicht die entsprechenden ausreichenden Mittel haben, um überhaupt ein Bankkonto führen zu können. Also 40% der Bevölkerung haben keinen direkten Zugang zum Finanzsystem. Mit einer Blockchain oder Kryptowährung dauert es in etwa so lang, wie man eine App am Handy runterlädt und sich einen Account macht und dann ist man an ein System angebunden. Und dann kann man aus einem kleinen Dorf in Nigeria an eine US-Firma